Die Gästelisten unserer Sendungen und Shows der vergangenen Jahre lesen sich wie das Who is Who des Showgeschäfts. Stars von Mireille Mathieu bis David Copperfield, von Nena bis Otto Walkes standen für Sie vor unseren Kameras. Rudi Carrell ist bei uns leider zum letzten Mal in einer großen Samstagabendshow aufgetreten, genauso wie die legendäre Marika Röck. Aber kein anderer Star hat so oft für Standing Ovations am Ende unserer Show gesorgt wie ein Weltstar aus Irland. Dort lebt er seit Jahrzehnten mit seiner Frau Natalie. Mit ihr hat er seinen 40. Hochzeitstag bei uns gefeiert. Mit seiner Familie hat er seinen 70. Geburtstag bei uns gefeiert. Und heute Abend feiert er mit uns. Und wir begrüßen ihn natürlich selbstverständlich mit Standing Ovations. Meine Damen und Herren, Roger Whittaker! Bei dem Vorteil, man ist sehr erfahren. Nie im Leben werden sie erwachsen. Kinder mit weißen Haaren, wahrscheinlich zieht sie noch verrückte Faxen. Auf, schau zum lieben Gott hinauf und dank ihm für jeden Tag. Den Weg frei von jedem Zwang, ohne Stress und Stundenplan, so leben, wie man mag. Sie haben's faustdick hinter die Ohren, haben die Lebenslust nicht verloren. Alles dauert etwas länger, doch dafür ist es doppelt schön. Nie im Leben werden sie erwachsen. Kinder mit weißen Haaren, wahrscheinlich sieht sie noch verrückte Faxen. Kinder mit weißen Haaren, sie wollen auf die Gefahr, Kinder mit weißen Haaren. Herzlich willkommen, Roger Whittaker. Hi, Roger. Komm zu uns. Es ist für uns wirklich eine sehr große Ehre, dass du heute Abend das Jubiläum unserer Show mit uns feierst. Und es ist uns eine ganz besondere Freude, dass auch deine Frau Natalie heute Abend mit uns feiert. Herzlich willkommen, Natalie. Roger, du hast gerade Kinder mit weißen Haaren besungen. Bist du selbst eins? Yeah, in my heart I'm 18. In meinem Herzen. In my mind, ich bin 18. In meinem 19. Geist bin ich 98. Kannst du das bestätigen, Natalie? Ja. He is still the same. Er ist immer noch derselbe. Full of creativity. Kreativ. And plays silly tricks. Still a child. Still a child. Immer noch ein Kind im Herzen. Na, ist doch schön, ne? Ja, da macht so es verliebt Spaß. Ja. Seid ihr eigentlich manchmal öfter geteilter oder häufiger einer Meinung? Oh, natürlich. Natürlich. Einer Meinung öfter? Two people think differently. Okay.
Zwei Menschen denken natürlich anders, aber meistens überwiegt ihre Meinung. Okay. But we never ever. Wir haben eine Regel, ja, that we never wir haben go to bed eine in an argument. Regel, dass wir uns niemals schlafen legen, bevor wir nicht alle Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt haben. Das ist eine gute Lösung. Ja? Also ob ihr auf entscheidende Fragen dieselben Antworten gebt, das können wir heute Abend überprüfen. Viele Paare haben sich in den vergangenen 15 Jahren unserem Ehetest gestellt. Traut ihr euch auch? Okay, na dann legen wir los. Dann darf ich euch bitten, mal auf diesen Barhocker Platz zu nehmen. Nathalie, ich bring dich zu deinem Barhocker hier rüber. So, und dann werde ich euch jetzt einige Testfragen stellen. Und ihr antwortet ganz einfach mit diesen beiden Schildern, auf denen eure Namen stehen. Roger oder Nathalie, ja? Ihr seid bereit? Roger, alles okay? Alles klar. Nathalie? Ja. Dann starten wir. Also, erste Testfrage. Wer von euch beiden ist verliebter? Oh. Oh, okay. Meine Liebe. Also, ihr seid beide ineinander sehr verliebt, so wie am ersten Tag. Das ist schön. Wir machen gleich mal die zweite Frage. Wer von euch beiden verliert schneller die Geduld? Okay, hast du dich festgelegt? Okay, Nathalie hier und hier Nathalie. Okay, also man merkt, Roger kennt dich ein bisschen. Nathalie, bist du eher ein bisschen temperamentvoll, ja? Oh ja. Ja? Irish. Irish, okay. Irish. Ja, ja. Ich bin irisch. Nathalie ist irisch. Ja, ja. Ich bin irische Frau. Irische Wumme. Oh yeah. Ja, die haben Pfeffer. Juba. Ja, die haben Gas. Okay, also wir machen mal weiter mit der nächsten Testfrage. Oh, ja. Wer von euch beiden ist unordentlicher? Jetzt sind wir mal gespannt. Du musst dich festlegen, Nathalie. Nathalie, okay, okay. Bist du so unordentlich, Nathalie? Also Roger hat ehrlich zugegeben, dass er der Unordentlichere ist. I am messy. Ja? Yes. Ehrlich? Oh Gott. Ich bin unordentlich. Beide sind wir das. Beide, naja gut. Das ist aber auch schön. Ihr versteht euch auf jeden Fall, auch wenn ihr euch nicht versteht. Das merken wir immer öfter. Und eine Frage habe ich jetzt noch an euch. Wer von euch beiden ist zu Hause der Chef? Kommt zu uns, Nathalie und Roger. Ihr habt unseren Ehetest natürlich bravourös bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Und warum die beiden sich so gut verstehen, das erfahren wir jetzt von Roger Whittaker. Viel Vergnügen. Im Schatten siehst, weil du meine Seele liest, Mauern aus Stein reißt du für mich ein, du setzt alles für mich ein. Da Down.
endlose Liebe nur dafür lebe. Dafür liebe ich dich. Vielen, vielen herzlichen Dank, Natalie und Roger Whittaker.